Die USB-Sticks, die sind dann geflasht. Inzwischen gibt es leider schon wieder einen neuen Kernel. Aber ich denke mal, der jetzt drauf ist, ist auch gut. Zumindest mal hatte ich damit jetzt noch auf keinen Rechnern irgendwo Probleme. Was gibt es Neues auf der Knoppix? Die Version 7.7.0 haben wir ja auf der CeBIT vorgestellt. Der leuchtet jetzt grün durchgehend. Das heißt, der nimmt nicht auf, oder? Ja, dann muss ich jetzt den Knopf drücken. Ja. Jetzt leuchtet er rot und blinkt. Das heißt, sehr gut, alles klar. Gut, die 7.7.0 hatten wir auf der CeBIT vorgestellt. Die war ja im Linux-Magazin exklusiv. Das machen wir jedes Jahr so. Und dann kommt normalerweise so ein halbes Jahr später die Public Edition, wo mir diesmal die Zeit nicht so richtig gereicht hat. Deswegen ist das jetzt quasi die erste Beta-Version für die Public Download Edition. Wenn jetzt keine großen Fehler mehr gefunden werden, kleine Bugliste habe ich schon angefangen, dann wird das auch die sein, die dann später rausgeht. Ja, also die Knoppix 7.7, so sah die im Linux-Magazin aus, und die, die wir jetzt auf dem Stick haben, entspricht inhaltlich dieser Version, hat aber einen neueren Kernel und die Software ist auch aktualisiert worden und hat eben auch noch die Knoppix-Tage-Extras drauf. Also Kernel 4.7.0, der hat eine bessere Unterstützung für manche AMD-Radeon-Grafikkarten. Davon gehen dann mehr mit 3D oder werden überhaupt das erste Mal unterstützt. Der Kernel ist in 32 und in 64-Bit drauf, 32-Bit für ältere Rechner. Es sollte also immer noch möglich sein, ein Pentium-Rechner, Pentium 3, Pentium 1 möglicherweise auch noch damit zu starten. Und die 64-Bit-Version, die geht dann halt auf den modernen CPUs und unterstützt auch mehr als 4 GB RAM, was ja heute schon fast üblich ist bei den meisten Notebooks, dass da 8 GB oder mehr drin sind, was mit dem 32-Bit-Kernel eben nur bis zu 3 sichtbaren Gigabyte gegangen wäre. Die Umschaltung von 32 auf 64-Bit passiert automatisch aus dem Bootloader heraus. Das ist wie immer SysLinux bei der Stick-Version SysLinux, bei der DVD-Version ISO-Linux. Und UEFI-Bootloader ist ebenfalls drauf. Das ist eine UEFI-Version von SysLinux. Und für 64-Bit-Systeme ist auch der Secure-Bootloader der Linux Foundation mit drauf im EFI-Ordner. Der sollte dafür sorgen, dass sich der USB-Stick auch bei eingeschaltetem UEFI-Secure-Boot starten lässt. Voraussetzung ist natürlich, man kann den Rechner erstmal dazu überreden, überhaupt nicht von Platte zu booten, sondern von USB-Stick. Das ist bei einigen Rechnern inzwischen schwierig geworden. Da muss man erst in die Windows-Einstellungen gehen und sagen, ich möchte als nächstes von einem anderen Gerät booten. Bei manchen anderen Rechnern ist es noch so, dass man auf Funktionstasten drücken kann und dann kommt das übliche Bootmenü und dort kann man dann eben auch die UEFI-Version des Bootloaders starten. Der signierte Bootloader für Secure Boot, der funktioniert so, dass man zunächst eine Frage bekommt, ob man das Programm mit dem Namen syslinux.efi starten möchte mit folgender Hashsumme. Da drückt man dann einmal auf OK, dann wird das im UEFI-BIOS gespeichert und ab dann fragt er auch nimmer nach und kann von dem Stick auch mit eingeschaltetem Secure Boot starten. Ja, aber diese eine Abfrage am Anfang, die kommt schon. Das war so ein Kompromiss der Linux Foundation mit Microsoft, dass man dort noch einen Eintrag im UEFI-BIOS machen muss, damit dieser Bootloader nicht beliebige Betriebssysteme bootet, sondern eben nur die bestätigten und zertifizierten. Ja, einige Sachen sind ja immer aus Debian unstable und das betrifft vor allem die Sachen, die für neuere Hardware sind. Der X-Server ist Xorg 7.7, Core 1.18.4 mit der libdim 2.4.70, also für Direct Memory Access der Grafikkarte, direktes Schreiben in den Speicher. Das brauchen wir für die ganzen 3D-Geschichten und den Compiz Desktop. Das sollte eben jetzt auch mit einigen neueren AMD-Grafikkarten funktionieren. Falls man keine 3D-Grafik bekommt, aber ausprobieren möchte, ob es die Grafikkarte prinzipiell kann, kann man explizit mit Knoppix 3D starten oder Knoppix 64 3D. Falls man Probleme mit dem 3D hat, dass der Compiz abstürzt, hängen bleibt oder man bekommt nur ein Bild, die Maus bewegt sich aber nicht oder einen weißen Bildschirm, dann bitte mit Knoppix 64 No 3D starten. Das schaltet die 3D-Erweiterung des X-Servers ab. Und man kann dann normal arbeiten, hat aber halt nicht die Vergrößerungsfunktion und die Grafikeffekte, die sonst auf der Knoppix üblich sind.
Ja, ein paar Highlights. Der aktuelle Compiz aus dem Ubuntu Repository Version 0.9.12. Es gibt inzwischen auch eine 0.9.13 Experimental. Da habe ich mich noch nicht dran getraut. Die 0.9.12 scheint sehr stabil zu laufen. Und auch diese Geschichte mit dem 3D-Würfel, der ja bei der Knoppix fast schon als Alleinstellungsmerkmal aktiv ist, funktioniert dort sehr gut. Und Bildschirmvergrößerung, Mauslupe. Und die ganzen Spezialeffekte sind spartanisch eingestellt. Also der Explosionseffekt von früher beim Schließen von Fenstern, den habe ich mittlerweile raus. Die Fenster gehen jetzt etwas dezenter zu, verschwinden so, werden unsichtbar. Ist weniger spektakulär, aber einige haben sich halt über diese etwas übertriebenen Effekte geärgert und deswegen habe ich die etwas reduziert. Ja, Systemd ist ja ein großes Thema gewesen bei vielen Distributionen in den letzten beiden Jahren. Letztes Jahr habe ich schon angefangen, damit den Systemd weitestgehend zu umgehen. Der Systemd versucht, darüber haben wir noch einen separaten Vortrag, der Systemd versucht, einige Dienste, die unter Unix traditionell einzelne Programme sind, also das Init-System zum Hochfahren des Rechners, den Systemlogger, Syslog, dann UDEV für die Hardwareerkennung, Session Management, den D-Bus und viele andere Dienste in ein Konglomerat aus verschiedenen Modulen zu integrieren. Also Idee ist, ein mehr oder weniger monolithisches Bootsystem zu schaffen, wo alles schon drin ist, sodass man nur Systemd installiert und man hat einen bootenden Rechner. Damit verbunden ist leider eine sehr viel höhere Komplexität des Systems und ich habe es halt gerne einfach. Wenn Systemd versagt, dann bleiben die meisten Distributionen einfach stehen oder können nicht von DVD booten, weil es irgendwelche Timeouts gibt, für die die Hardware des DVD-Lesers dann zu langsam ist. Deswegen will ich Systemd, wenn ich es schon benutzen muss, weil viele Programme damit verlinkt sind, doch wenigstens für das Bootsystem nicht verwenden. Hier sind also die Systemd-Komponenten zwar installiert und bei Programmen, die das brauchen, wie der Network Manager, der greift auf die PAM-Komponente, das Authentifikationssystem von Systemd zu, die starten automatisch, aber beim Hochfahren wird nach wie vor System 5 init und zwar wirklich das traditionelle und nicht die Systemd-Emulation verwendet und wir haben ein einziges Shell-Skript, was den Rechner am Anfang hochfährt, so wie es bisher auch immer war und da das sehr gut funktioniert, würde ich das auf lange Sicht eigentlich ganz gerne weitermachen. Ja, mit dem Systemd hatte ich im letzten Jahr etwas Probleme mit dem Session Management. Ist ein kleiner Vorgriff auf den Vortrag, der noch kommt. Das Session Management wird bei vielen Programmen dazu verwendet, um festzustellen, wer sitzt an der Konsole. Also derjenige, der direkt an der Hardware des Rechners sitzt, der soll Zugriff haben auf Audio, auf Netzwerk, auf Bildschirmauflösung und so weiter. Und wer sich remote einloggt, obwohl es vielleicht der gleiche Account ist, soll das nicht haben. Und dieses Session Management, feststellen, wer sitzt an der Konsole, das ist bei fast allen bisherigen Systemen, ob es PolicyKit ist oder Systemd, schwierig gelöst. Es geht meistens über den grafischen Login, den wir bei Knoppix ja nicht haben. Knoppix startet ja automatisch in die grafische Oberfläche. Wir haben also eigentlich gar keine Session, wo sich jemand angemeldet hat. Ja, das zu umgehen war noch etwas teuer vom Programmieren her. Da musste ich einige Sachen patchen, damit nicht immer diese Session-Management-Abfragen kommen und kleine Pop-ups auf dem Bildschirm sind, wo im Prinzip drinsteht, sie sind nicht eingeloggt und dürfen deswegen aufs Netzwerk nicht zugreifen. Ja, alles Blödsinn, aber das resultiert eben aus dem Systemd-Prinzip, das davon ausgeht, man muss sich authentifizieren, um am Rechner zu arbeiten und bei der Knoppix haben wir ja gar keine Passwörter. Ja, LibreOffice, die aktuelle Version 5.2. Der kleine Bug, den wir bei der gestern festgestellt haben auf dem kleinen Notebook ist, dass es mit einer Auflösung unter 768 Pixel vertikal nicht starten will und abstürzt. Also für ganz kleine Netbooks mit Bildschirm mit nur 800x600 Pixeln Auflösung, da funktioniert LibreOffice erstmal nicht. Da muss man die Auflösung hochdrehen oder einen Monitor anschließen. Dann startet LibreOffice und wenn es einmal gestartet war, dann startet es später auf der kleinen Auflösung auch wieder. Also etwas komisch, aber die meisten modernen Rechner sind davon nicht betroffen. Die haben eine Auflösung, die hoch genug ist. Gut, GIMP 2.8.16, aktuellste Version vom GNU Image Manipulation Program.
Chromium, die aktuelle Version 52.0 2743. Wer sich diese Versionsnummern ausdenkt, möchte ich auch mal wissen. Bei dem haben wir schon ein paar kleine Bugs festgestellt. Auf einigen Webseiten stürzen einzelne Tabs ab. Die melden dann, es ist etwas passiert, was nicht hätte passieren sollen. Manchmal, wenn man die Seite neu lädt, dann geht es wieder. Ist der Original Chromium aus Debian, den ich nicht gepatcht habe, also da muss ich mir überlegen, ob ich es für die Release-Version wieder downgrade auf eine ältere Version oder ob es vielleicht in ein paar Tagen wieder eine neue Version gibt, die diese Fehler behebt. Also nicht wundern, der Chromium funktioniert zwar, aber auf manchen Webseiten hat er komische Effekte. Meine Vermutung ist, dass es vor allem bei Seiten ist, die Flash enthalten, die er dann versucht, über HTML5 darzustellen und das klappt irgendwie nicht und dann gibt es in diesem einen Tab einen Crash. Firefox hingegen funktioniert sehr gut. Früher hieß er noch Eiswiesel, also letztes Jahr. Inzwischen hat sich Debian wohl mit der Mozilla Foundation geeinigt über die Namensrechte und da heißt der Firefox jetzt auch unter Debian wieder Firefox. Version 49.0 aus Debian Experimental. Dort sind AdBlock Plus installiert, um Werbebanner auszuschalten. Per Default kann man natürlich auch wieder abschalten, um bestimmte Seiten zu lesen. Ja, Heise und Springer mögen das ja nicht so gerne, wenn man dort Adblocker verwendet, weil die halt von der Werbung auch Profit erwirtschaften wollen. Da kann man es dann seitenweise abschalten und Werbung wieder zulassen. NoScript finde ich sehr, sehr wichtig. Das schaltet zunächst mal für jede Seite JavaScript und aktive Inhalte ab. Man muss es also dann separat wieder freischalten für die Webseiten, die aktive Inhalte brauchen, wie zum Beispiel YouTube und Co. NoScript ist eines der wichtigsten Plugins, wenn es um Systemsicherheit geht. Und dort erscheint auch ganz prominent bei einer Seite, die JavaScript verwendet, unten eine Einblendung, dass man hier Inhalte blockiert und wieder freischalten kann, wenn man es braucht. Ja, der LXDE ist weiterhin der Standard-Desktop mit einem Patch für das Programm LX Session, damit das nicht jedes Mal sich beschwert, dass der Systemd kein Session Management produziert und so funktionieren auch die ganzen Dienste wie Network Manager und Co., auch wenn ich kein Systemd Session Management eingeschaltet habe. KDE ist drauf, müsste eigentlich KDE 5 heißen, auf der KDE-Webseite steht jetzt Version 16.08, das ist wohl das KDE-Framework, was jetzt als Versionsnummer verwendet wird. Das funktioniert mit Bootoption Knoppix Desktop gleich KDE. GNOME 3.2 hat etwas weitergehende Anforderungen an die Grafikkarte. Also in der Emulation unter KVM habe ich GNOME noch nicht starten können, dann startet stattdessen der LXDE. Ausprobieren kann man es mit Knoppix Desktop gleich GNOME, ob es mit der eigenen Grafikkarte funktionieren würde. Dann ist der Wine drauf, über den wir ja auch noch sprechen, der Windows-Emulator oder Windows-Nicht-Emulator, wie die Entwickler sagen, weil der Windows nicht emuliert, sondern die API, also die Schnittstelle der Windows-Programme zum System zur Verfügung stellt. Die Windows-Programme laufen dann tatsächlich nativ unter Linux. Ja, und wenn man Windows-Programme braucht und auf bestimmte nicht verzichten kann, Steuererklärung, da gibt es die meisten Programme nur für Windows, wäre so ein Beispiel, dann kann man Wine verwenden, um die entsprechenden Komponenten zu installieren und die Windows-Programme dann auch tatsächlich laufen zu lassen unter Linux und die laufen mitunter auch schneller als unter Windows selber. Ja, QEMU KVM ist mein Lieblings-Virtualisierer. Der macht Paravirtualisierung, also er kann Teile der Hardware tatsächlich nativ mitbenutzen, wie zum Beispiel die CPU. Dadurch ist er fast genauso schnell wie das native Starten von Betriebssystemen. Auf der anderen Seite hat man die Möglichkeit, auch Hardware direkt durchzureichen oder auch zu simulieren. Zum Beispiel die Grafikkarte kann simuliert werden, teilweise 3D-fähige Grafikkarten. Das macht die Grafik-VMware-Emulation. Teilweise kann man aber auch ganz primitive VGA-Karten simulieren und ältere CPUs, um auch ältere Rechner darzustellen. Außerdem kann er auch ARM-CPUs virtualisieren. Ja, das heißt, ich kann damit auch Android unter Linux starten und laufen lassen, so ich denn ein Image habe, wo ein Android für ARM drauf installiert ist.
also eine Smartphone-Simulation lässt sich damit auch machen. Und gegenüber VirtualBox und Co. hat er den Vorteil, dass er sehr gut geskriptet werden kann, hat also sehr viele Optionen, die man auch in Makefiles reinschreiben kann. So ist es sehr einfach, ein virtualisiertes System zu bauen, wo bestimmte Optionen bereits zum Start gesetzt sind, ohne dass man erst durch ein Konfigurationsmenü durch muss und alles so einzustellen, dass es auf den Rechner passt. So, das Highlight dieses Jahr für die CeBIT, da hatten wir auch die 3D-Drucker dabei, die jetzt draußen im Foyer stehen. Everything 3D, alles mit 3D, da haben wir drauf, eins fehlt noch, OpenSCAD, ein Konstruktionsprogramm, bei dem man nicht zeichnen können muss. Das haben wir uns letztes Jahr schon kurz angeguckt. Diesmal gibt es einen richtig großen Workshop dazu. Dann Blender, mit dem ich persönlich etwas überfordert bin. Also ein Riesenprogramm zum Erstellen von Animationen, Filmen, Kunstwerken in 3D. Man kann es auch verwenden, um von 3D-Scans die Punktwolke von Fehlern zu bereinigen. Dann FreeCAD, ein etwas einfacher gehaltenes 3D-CAD-Programm. LibreCAD zum gleichen Zweck, wieder etwas größer. Und der Slicer, der dazu dient, um aus Vorlagen als Vektorgrafik die druckerspezifischen Befehle zu machen, damit der Drucker auch tatsächlich was drucken kann. Was mich dazu bringt, nochmal zu kontrollieren, ob auf meinem 3D-Drucker die Schraube, die ich jetzt brauche für die nächste Filamentrolle, noch druckt. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, kann weiterlaufen. Ja, und da ja Bitcoin seit einigen Jahren sehr stark nachgefragt wird und man immer einen Weg sucht, einen signierten und zertifizierten Bitcoin-Client auf einer sicheren Plattform zu haben, ist hier der Electrum-Bitcoin-Client drauf. Früher hatten wir den Bitcoin-D, der verlangt aber, dass man die 64 GB große Blockchain irgendwo speichert. Das ist für einen USB-Stick in der Regel zu groß. Electrum hat die Möglichkeit, nur die Blöcke, die einem selber gehören oder die dazugehörigen Informationen lokal zu speichern. Alles andere ist extern gelagert und so braucht er nicht so viel Speicherplatz und kann trotzdem Bitcoin-Geldbörsen verwalten. Ja, spezieller Wunsch für die CeBIT waren auch Cloud-Clients. Der OwnCloud-Client ist hier mit dabei und in verschiedene Programme mit integriert, sodass man dort auch Zugriff auf entsprechende Network-, Storage- und Computing-Dienste bekommen kann. Ja, das Feature ist jetzt nicht neu, sondern schon etwas älter, aber hin und wieder braucht man es halt doch. Für Computer, die nur von CD, aber nicht von DVD oder USB-Stick starten können, ist im Verzeichnis Knoppix auch eine bootfähige Mini-CD als ISO-Image abgelegt. Auch sehr nützlich übrigens für Apple-Computer. Die starten nämlich von USB per UEFI und manche können von bestimmten Sticks einfach nicht booten. Ich weiß nicht wieso, aber scheint so zu sein. Auf denen ist es aber möglich, mit der CD-Version zu starten. Dann starten sie nämlich im Legacy-Modus und von der CD wird dann umgeschaltet auf den USB-Stick. Ja, also das ist ein praktisches Feature, einmal für ältere Rechner und einmal für neuere Rechner, die Probleme haben mit dem Start direkt von USB. Die können dann den Zwischenschritt über die CD, die den gleichen Kernel enthält, machen und die CD schaltet dann später um auf den USB-Stick. Der TCP Stealth Patch ist auch eine interessante Sache. Das ist die Möglichkeit, dass man den SSH-Port vor Angreifern versteckt, wenn man also einen Server im Internet unter Knoppix betreibt und sich dort per SSH einloggen möchte, dann kann man diesen SSH-Port vor Portscannern schützen, indem man den mit einem Passwort schützt. Oh, Beaver ist nicht mehr installiert, glaube ich. Das hat aber der Helmut in einer Special Edition für sich installiert. Das wäre noch für meine To-Do-Liste, den wieder einzubauen. Das mit dem TCP Stealth, das führe ich am besten mal vor. Ja, da ist eine neue Option für den SSHD. Da muss ich natürlich root sein. So. Diese Konfigurationsoption, die schützt den SSH-Port davor, von außen entdeckt zu werden von Portscannern. TCP Stealth Secret ist so eine Art Passwort, was hier im Klartext steht,
Und dieses Passwort muss der SSH-Client beim ersten Verbindungsaufbau mitschicken, sonst bekommt er vom SSH-Port ein Connection Refused. Und jeder andere Client, der diese Option mit dem Stealth Secret nicht hat, ebenfalls, inklusive Nmap und andere Portscanner. Ja, jetzt starte ich den SSH-Server mit sudo. So. Jetzt kommt der Client oder erstmal der Portscanner, Nmap. Was hatten wir für eine IP-Adresse? 192.168.101. Da schalte ich das Video kurz ab. 119, genau. 119. Ich lasse mir nur die offenen Ports anzeigen und mir reicht im Moment ein TCP-Scan-ST. Ja, und da sieht man, was alles läuft. Der Webserver, ja, den habe ich ja aufgemacht, damit man auf meinen Rechner gucken kann. Dann läuft noch ein Socket, ein Websocket für das VNC-Protokoll, was auf Port 5900 und 5901. Das ist für mich die Service-Schnittstelle, wo ich vom Handy aus meinen Desktop steuern kann. Die ist passwortgeschützt. Die andere, die ist nur read-only offen, wo man den Desktop beobachten kann. Aber was man hier nicht sieht, ist der Port 22, wo der SSH-Server läuft. Ich kann es nochmal explizit versuchen. Telnet auf Port 22 und da kommt Connection Refused. Ja, das sagt uns eigentlich, da läuft nichts. Ja, ich kann nochmal mit Netstat nachgucken, lokal. Da sehe ich aber, eigentlich läuft hier auf dem SSH-Port ein Server, nur ist der halt, ja, stellt sich tot. Wenn ich mit dem normalen SSH-Client versuche, da drauf zu gehen, SSH, ja, dann sagt er auch Connection Refused und jetzt kommt der Trick. Jetzt schicke ich im ersten TCP-SYN-Paket, also beim Verbindungsaufbau, dieses Passwort mit. 1, 2, 3, 4. Das macht die Option minus Z vom SSH-Client. Und plötzlich, ja, bekomme ich eine Verbindung zu dem Rechner. Okay, na gut, die beiden Sachen sind eh interne IP-Adressen. So. Also nochmal, Verbindungsaufbau mit dem normalen SSH-Client, kommt Connection Refused. Verbindungsaufbau mit der schrecklich geheimen Option, die im ersten TCP-Paket mitgeschickt wird. Das kann also eine einfache Zeichenkette sein, die dort mitgeschickt wird. Die muss halt im ersten Paket einfach drin sein und damit bekomme ich dann auf einmal eine Verbindung zu Port 22. Und das schützt eben meinen SSH-Port vor Portscannern. Die meisten Angreifer werden dann schon gar nicht mehr versuchen, sich dort irgendwie zu connecten, abgesehen davon, dass deren Betriebssystem TCP Stealth unterstützen muss, um so einen Versuch zu starten, den Port aufzuschließen. Man kommt also gar nicht erst an die Stelle, wo man Passwörter ausprobieren kann, sondern wird bereits beim Verbindungsaufbau abgewiesen. Finde ich sehr praktisch und ist ein Vorschlag für eine Erweiterung der RFC zum TCP-Verbindungsaufbau, der aber bisher noch nicht Standard ist und im Linux-Kernel normalerweise auch nicht drin ist. Also ein spezieller Patch, den man im Moment nur auf wenigen Distributionen findet und Knoppix ist eben eine davon. So. Ja, die Sache ist nicht neu, aber ich erwähne es eigentlich jedes Jahr. Man ist bei der USB-Stick-Version nicht darauf eingeschränkt, das zu benutzen, was auf dem Stick schon drauf ist. Das sind im Prinzip zwei Overlays, nämlich Knoppix und Knoppix 1. Das ist hier unten. Die beiden enthalten das Basissystem. Unter Knoppix ist das Wichtigste für das System zum Starten. Knoppix 1 enthält die meisten 3D-Geschichten und Erweiterungen, die für jede Knoppix-Version spezifisch sind. Und auf diesem Overlay obendrauf liegt entweder ein Image, ja, früher hieß das knoppixdata.img, war eine Datei, die X2 formatiert ist,
und als Festplatten-Image eingebunden wurde. Inzwischen kann man auch Linux-Partitionen ansprechen und dort ist auf dem USB-Stick für die Knoppix-Tage auf der zweiten Partition 3,5 GB Reiser.fs formatiert und das ist das schreibbare Overlay. Alles, was man verändert am System, alles, was man speichert, landet in diesem Overlay drin und kann optional auch verschlüsselt werden. Das muss man allerdings beim Einrichten vom USB-Stick mit Flash Knoppix schon machen. Ich müsste mal einen USB-Stick anschließen, damit man das auch sehen kann. Das ist der USB-Stick und dort befindet sich im Ordner Knoppix eine Knoppix-Data.inf-Datei. Ja, die ist eigentlich sehr einfach gehalten. Da steht nämlich drin, auf welcher Partition des USB-Sticks was drauf ist und wohin es gemountet wird. Also so ähnlich wie bei der ETC-FS-Tab. Hier ist also auf dem USB-Stick auf der Partition 2 das Overlay für Knoppix Data. Das wird also dorthin gemountet und das ist auch das Verzeichnis, was dann über das Read-Only-System drüber gemountet wird für die eigenen Änderungen. Und Dateisystemtyp ist Reiser.fs. Hier kann man weitere hinzuschreiben. Auch in der Base-Software. NFS dürfte nicht gehen. Also es müssen schon Partitionen sein, die auf dem Stick sind. Aber die können auch verschlüsselt sein. Da könnte hinter Reiser.fs noch stehen Encrypt. Ja, oder Encrypted oder AES 128. Und es können eigentlich beliebig viele sein. Man kann also den Stick oder eine Festplatte, USB-Festplatte, die man anschließt, mit vielen Partitionen versehen und dann jede Partition automatisch mounten lassen und das in die Knoppix-Data.inf reinschreiben. Und das System guckt dann beim Booten nach, was wird wohin gemountet und macht das dann. Dass es nur vom lokalen USB-Stick ist, ist so ein Sicherheitsfeature, damit man nicht aus Versehen Festplattenpartitionen interner Platten mountet, die man gar nicht möchte. NFS hatte ich mir noch nicht überlegt, wäre natürlich eine interessante Option, hier on-demand noch NFS-Verzeichnisse hinzuzumounten, wobei man das natürlich auch über die ETC-FS-Tab machen kann. Ja? Oder mit einem Knoppix.sh-Skript, was im gleichen Ordner liegt, was dann auch automatisch ausgeführt wird beim Booten. Ja? Aber das ist so die Standardmethode, die Knoppix ab Version 7 verwendet, um weitere Partitionen einzubinden. Das passiert automatisch, sobald man den Stick geflasht hat, dass er die neue Partition dort einbindet. Ja, das Flash-Knoppix-Skript macht das hier. Eine einfache Methode, um Knoppix auf die interne Festplatte von einem alten Rechner zu bekommen, wenn man sagt, ich möchte das alte Betriebssystem weghaben und Knoppix drauf, ist, dass man nicht den Knoppix-Installer 0WN verwendet, sondern das Flash-Knoppix-Skript, was dann eine Installation macht, wie quasi auf einem USB-Stick, also komprimiert mit einer Overlay-Partition, das spart enorm Speicherplatz. So kann man also auch auf kleinen Computern mit wenig Gigabyte Festplattenplatz eine Knoppix drauf machen. Die wird dann wirklich so installiert, wie es auf einem USB-Stick wäre. Ja, wird also der Datenträger ausgewählt. Falls bereits eine alte Knoppix-Version drauf ist, wird angeboten, die zu aktualisieren. Dabei können Sachen gelöscht werden, die man nicht mehr braucht oder die von der Konfiguration her nicht mehr zu dem neuen System passen. Empfohlen wird, die persönlichen Einstellungen, also im Home-Verzeichnis, zu behalten, alles andere zu löschen und dann werden die neuen Sachen von dem neuen System auf den Stick obendrauf kopiert. Voraussetzung ist natürlich, man hat genügend Platz auf dem Stick übrig. Ja, die empfohlene Methode für das Overlay ist inzwischen auf einer separaten Partition. Interessanterweise steht da Installation auf FAT32 mit zusätzlicher Overlay-Partition. Ah ja gut, das ist für das System. Also die Overlay-Partition ist schon Linux-formatiert. Die erste Partition muss wegen UEFI immer FAT32 formatiert sein, damit das UEFI-BIOS erkennt, dass da ein Ordner EFI drauf ist, von dem es den Bootloader lädt. Ja, da führt leider kein Weg dran vorbei. Die erste Partition ist ja aus Kompatibilitätsgründen immer FAT32, aber alle weiteren Partitionen können Reiser.fs, X4,
ButterFS und so weiter formatiert sein. Die Filesysteme sind alle im Kernel drin und werden beim Hochfahren auch erkannt über diese knoppixdata.inf-Datei. Ja, weitere Optionen, Read-Only, also ohne Overlay, dann verhält sich das Ganze wie von CD oder DVD gebootet. Was auch neu ist, man kann auf SD-Karte installieren und wenn der Schreibschutz der SD-Karte aktiviert ist, dann fährt er im Read-Only-Modus hoch. Und wenn der Schreibschutz deaktiviert ist, dann schreibt er auf die Overlay-Partition. Früher gab es immer eine Fehlermeldung, wenn er versucht hat, auf eine Read-Only-SD-Karte zuzugreifen. Jetzt erkennt er das anhand des Schreibschutzschalters und schaltet dann quasi in den DVD-Modus um, sobald eine SD-Karte erkannt wird, wo dieser Schreibschutz aktiv ist. Ja, für das Massenflashen ist wieder das Flash-Knoppix-Skript mit speziellen Optionen zuständig. Flash-Knoppix-F macht das ohne Rückfrage. Vorsicht, gibt man hier SDA an, dann überschreibt er die interne Festplatte ohne Rückfrage. Also immer aufpassen, welche Geräte man dort flashen will. Hier in dem Beispiel wird über ein 10-fach-USB-Hub ja, hier ist ein solches Gerät. Da kann man also 10 USB-Sticks gleichzeitig reinstecken. Input ist USB 3, dann blockiert es das System auch nicht zu stark. Und dann kann man mit genau diesem Skript 10 Sticks auf einmal flashen und die kommen sich beim Flashen auch nicht in die Quere. Wenn man schon eine DVD ausgepackt auf der Platte hat oder einen Knoppix-Ordner, kann man den als letzten Parameter angeben, aber man kann auch eine ISO-Datei, knoppix.iso in dem Beispiel, angeben und dann macht er aus dem ISO-Image einen bootbaren USB-Stick, mountet also dieses ISO-Image und geht da rein und kopiert die Daten dann so um, dass es von USB-Stick bootfähig wird. Und wegen dem Kaufmannsunterhinter macht er das jetzt halt 10-mal parallel von SDB bis SDK. Alle USB-Sticks werden partitioniert und geflasht. Ja, die weiteren Parameter, M ist die Methode, MP bedeutet mit Partitionierung, er legt also eine Overlay-Partition an und die Größe gibt man mit minus P an, das sind jetzt 1,9 GB. Dann wäre noch viel Platz auf der ersten Partition, auf der FAT32-Partition für Daten, die man dann auch unter Windows lesen kann, übrig. Ja, für Adriane gibt es eigentlich nur eine Neuigkeit, die aber recht spannend ist, weil man die auch als Sehender verwenden kann, nämlich einen Konsolen-Client für YouTube mit Download-Möglichkeit und Konvertierungsmöglichkeit von Filmen. Man kann dann zum Beispiel einen YouTube-Film als MP3 speichern. Oder auch die verschiedenen Varianten eines YouTube-Films in verschiedenen Auflösungen speichern. MPS YouTube heißt das Paket und MPSYT heißt das Kommando. MPSYT. Ja, da kann man suchen. Syntax so ähnlich wie beim VI mit Schrägstrich, steht auch angegeben in der Hilfe, Enter Search Term to Search oder H für Hilfe. Da suchen wir mal nach Knoppix. Ja, der verbindet sich jetzt mit YouTube und alles, wo irgendwas mit Knoppix drin steht, wird hier angezeigt, auch wenn es vielleicht nicht... Neues von Knoppix. Computerclub. Wir schaffen das. Manchmal sind die Suchergebnisse merkwürdig. Ich glaube, er geht da eher nach Beliebtheit und Keyword-Suche von anderen, als dass er tatsächlich alle Titel durchsucht. Ja, aber was er hier findet als erstes Computer Club Classic, dann sage ich mal Download bitte die 1. Ja, dann, da habe ich den falschen... Da habe ich den falschen M-Player drauf, auf der Knoppix stimmt es aber. Dann bietet er mir an die verschiedenen Auflösungen und ich kann mir dann aussuchen, welche Variante ich gerne hätte. Funktioniert nur, wenn M-Player 2 oder MPV installiert sind. Das kann man in den Einstellungen angeben. Set müsste das sein. Da steht als Player MPV, da sollte vielleicht M-Player 2 rein. Naja, ändere ich jetzt hier nicht, aber auf der Knoppix sollte es funktionieren und dann zeigt er eben auch die verschiedenen
Varianten an, in denen das Video downloadbar ist. Auch eine praktische Sache, weil man das mit dem üblichen Firefox-Browser ja nicht kann, außer man hat das YouTube-Download-Plugin installiert. Und für Blinde und Sehbehinderte ist das natürlich enorm praktisch, dass man das machen kann aus der Konsole, ohne erst in die grafische Oberfläche zu wechseln. Ja, bekannte Bugs, die ich schon gefunden habe. Chromium habe ich schon erwähnt, dass es bei manchen Seiten Probleme hat, vor allem wenn dort irgendwelche Flash-Banner drin sind. Der Mauszeiger ändert sich manchmal programmabhängig. Ich meine, ich hätte schon die Stelle gefunden, wo das passiert. Es hat was mit dem GTK 3 zu tun. Sobald sich das Theme der Anwendung ändert, ändert sich auch der Mauszeiger und das sollte eigentlich nicht sein. Ich hätte es ganz gerne, dass der Mauszeiger immer dieses Dreieck bleibt, so wie das früher schon bei der Knoppix war. Ja, das könnte also sein, dass ich das noch behebe bis zur Download Edition und für weitere Tipps oder Fehler, die gefunden werden während der Knoppix-Tage, bin ich natürlich dankbar und nehme die dann mit auf die Liste auf, bevor es dann in die Öffentlichkeit losgelassen wird. Ja, ich denke mal, das war im Großen und Ganzen alles, was es Neues zu Knoppix zu sagen gibt. Der Fokus von Knoppix hat sich ja ein bisschen verlagert. Früher war das für viele der erste Einstieg in Linux. Heute hat schon jeder Linux auf seinem Smartphone. Das ist nichts Spektakuläres mehr. Fast alle Unterhaltungselektronikgeräte haben Linux mit einer eigenen Oberfläche. Nur auf dem Desktop ist es noch nicht so verbreitet, aber der Desktop-Computer, der scheint sowieso auszusterben. Die meisten haben heute Tablets und tragbare Geräte, Wearables, Armbanduhren mit Linux drauf und es interessiert eigentlich keinen mehr, dass es Linux ist. Insofern ist Knoppix nicht mehr der Erstkontakt zu Linux, sondern eher so das Reparatursystem, wenn das Notebook oder der PC mal nicht will, dass man was hat, was halt funktioniert, womit man dann schnell wieder arbeiten kann. Also ist eher so in Richtung Rettungsreparatur und natürlich auch Unterrichtssystem gewandert, weil man je nach Unterricht, je nach Inhalt des Unterrichts auch unterschiedliche Programme integrieren kann, wie jetzt zum Beispiel bei dem Thema 3D, alles was man braucht, um mit 3D-Vorlagen zu arbeiten oder 3D-Konstruktionen zu erlernen. So kann man den Studenten auch was in die Hand drücken, wo alle Software drauf ist, die garantiert dann auch funktioniert und das tut, was die Studenten im Unterricht lernen sollen. Und dann kann sich keiner mehr rausreden, er kriegt das Programm so und so unter seinem Betriebssystem nicht installiert, weil man das dann eben direkt vom Stick booten kann. Möglicherweise auch in der Virtualisierung, das funktioniert auch, den Stick in VMware oder in anderen Virtualisierern zu booten. Auf jeden Fall hat man die Software dann mit Betriebssystem zur Verfügung. Ja, das war der erste Vortrag. Habt ihr dazu Fragen? Pause? Jetzt schon? Ja.